Hi zusammen, ich wollte in einem kurzen Video mal diesen Tag hier oben wiederbeleben. Und zwar, weil ich absoluter Rouge-Fan bin und euch mal zeigen will, welches Rouge ich am liebsten mag und so weiter und so fort. Und ich fange direkt mit Platz Nummer 1 an. Und auf Platz Nummer 1 ist mein absoluter Lieblingsrouge aller Zeiten. Und zwar ist einer von Bobbi Brown. Bobbi Brown, es ist ein Pot-Rouge und ist in so einem kleinen Glas-Tiegelchen. Und das ist die Farbe Nummer 20 Raspberry, die zeige ich euch eben mal. Und ich habe mich auf dieses Video ein wenig vorbereitet und habe meine Hand hier vorgeswatcht. Und ich zeige euch mal, welche Farbe hier von Raspberry ist. Und das ist diese kräftige, bärige Pinkton hier links. Und das wirkt ein bisschen zu stark, aber wenn man das ist ja ein Creme Rouge und wenn man das dann schön verblendet und verschmiert, ich mache das mal hier zur Hälfte, dann ist es nur noch ein schön frisches Pink und hat schön frische, bärige Bäckchen und ist deswegen mein Lieblingsrouge, weil es erstmal von der Deckkraft super ist, wie alle anderen Pot Rouges, wie auch immer, von Bobbi Brown sind und der Halt ist sehr, sehr lang, also viel länger als bei Puder Rouge und die Farbe, die verleiht den absoluten frische Kick. Absolute Platz Nummer 1. Dann Platz Nummer 2 ist auch ein Pot Rouge von Bobbi Brown, diesmal in der Farbe Nummer 6 Powder Pink. Schaut so aus. Ist eher so ein helles Rosa, so eine nudige Farbe. Werdet ihr auch auf dem Swatch sehen hier, auf diesem Farbabdruck hier vorne. Und wirkt vielleicht auf den ersten Blick auch ein bisschen zu hell für meine Hautfarbe. Aber da dieses Creme Rouge von Bobbi Brown so eine extrem starke Deckkraft hat, erkennt man auch diese Farbe hier gut auf meinen Wänkchen und ist eher ein dezenteres Rouge. Wenn ich mal meine Augen stark geschminkt habe, dann benutze ich dieses Rouge. Platz Nummer 2 war das. Und jetzt kommt Platz Nummer 3, ist von Nivea, von der Limited Edition. Und das ist dieses Blush by Chantal Thomas, keine Ahnung. Und das ist ein koralliges Pink mit leichtem Schimmer. Und das riecht nach der Nivea-Creme. Ja. Ich mag den Nivea-Creme-Duft eigentlich, aber wenn man beim Auftragen war, ist es leicht unangenehm. Ist es leicht unangenehm. Bei mir persönlich. Aber ansonsten, man riecht das ja nicht die ganze Zeit. Nur beim Auftragen finde ich es ein bisschen zu intensiv. Und das hier ist dieser Stay Real Blush. Aus der LA. Die gibt es auch noch zu kaufen. Also das ist ein wirklich schönes, leicht transparentes und softes Rouge, würde ich sagen. Und das ist deswegen mein Lieblingsrouge Nummer 3, weil ich über meinen Creme, also über das Pot Rouge von Bobbi Brown, weil es ja eine Creme-Konsistenz hat, immer ein Puder-Rouge noch drüber stäube. Und das ist halt die perfekte Farbe dafür. Und dadurch hält das Rouge extrem lange. Und ja, weiter geht's. Platz Nummer 4 ist ein Rouge von MAC. Und das hier ist die Farbe Pinch Me. Und sieht so aus. Ist ein Sheer Tone, ist matt. Und ist ein sattes Aprikot, würde ich sagen. Und das ist diese Farbe hier. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. Jo, und den trage ich heute auch. Trage ich sehr gerne. Hat auch eine recht gute Pigmentierung. Und weiter geht's mit Rouge Nummer 5. Rouge Nummer 5 ist ein Alco Beauty Fat Balm und zwar in der Farbe Raspberry ist das hier, glaube ich. Jo. Raspberry. Und den habe ich hier. Voll scheiße geswatcht. Hier. Dieser Kreis hier. Und sieht natürlich wieder extrem kräftig aus, aber wenn man es verwischt, dann wird es wieder schön natürlich und frisch. Und der Duft ist geil. Riecht schön fruchtig. Nach Bonbon. Ja, das sind meine Lieblings-Rouge-Farben und Marken. Und ich tagge hiermit meine Babys. Das sind Netman-Freundin, Rebecca Flöter und mein Jador. Und ich tagge auch alle die anderen, die mitmachen wollen, die auch voll auf Rouge abfahren und eine ganze Sammlung haben oder so. Und logischerweise kann ich all die hier empfehlen. Und ja, alles weitere werde ich euch in die Infobox posten. Lest am besten nach, was ich da reingeschrieben habe, bevor ihr Fragen stellt. Und ich wünsche euch dann noch eine schöne Zeit bis zu meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!